nicht mache? Komm, das probieren wir jetzt einfach mal. Ich verstehe, es passiert gar nichts. Toll, ich habe gedacht, wir explodieren vielleicht oder so. Ich habe eine Fetzen gerissen, das war doch schön. Aber nein, es passiert einfach gar nichts. Wie unkreativ. Festhalten! Wir stoßen das obere an das Ferndach! Ja. Es wird schon wieder blau. Ah, jetzt. Sablo, elektromagnetischer Kommissar, doch scheint bei etwas unaufgreifbar zu sein. Herr Kritik, eine einzigartige Meteor! Wir sind hier durch und das ist es, das Zelt! Funktioniert! Dieses Schiff verträgt tatsächlich eine Sternreise. Habe nicht einen Augenblick dran gezweifelt! Es ist doch einige unumgängliche Berechnung nötig, um diesem Ziel zu agieren! Stammmann, wie gehört Ihnen? Ich bin in meiner Kajüte! So, ihr Reparaturtrupps eingesammelt! Freue mich auf Ihren Besuch! Ja. An was erinnert mich das jetzt? Habe ich immer geträumt. Ich stehe am Steuerrad, auf meine Handbewegung hin, sehe ein riesiges Gefährt. Und zu allem brauche ich ein gemütliches Pfeifchen. Dem Steuermann beneide. Der hat sein Pfeifchen natürlich dabei. Aber ich habe meins im Quartier vergessen. Auf jeden Fall! Da ist ein Kram hinterher! Jetzt, wenn Sie es wollten, würde es Ihnen kaum möglich sein. Mein Pfeife liegt in meiner Truhe und ich habe den Zahlencode vergessen. Ich kann mich nur noch an meine Eselsbrücke erinnern. Zusammen ist es 30 und alles folgt aufeinander. Vielleicht meine Hochpräzisionsarbeit, die ich hier ausführe. Wenn der Kredit sagt, Halbkraft und den Hebel für die Rotorleistung, das schlechte auf das Haltfeld halb stellen. Nicht auf voll, denn das wäre zu viel, auch nicht auf Viertel, denn das wäre zu. Aber ich sitze noch einziges Mal! Ich bin jetzt zu langweilen! Und der Steckkopf über den Festsprecher! Ah, schön. Ehren! Ja, funktioniert immer noch nicht ganz. Schön auch. Draußen ziehen unendlich Weiten mit der Gelassenheit der Ewigkeit an euch vorbei. Und die Dellen im Glas ignorieren wir einfach mal gespannt. Entspannt, wie auch immer. Was machen wir hier so? Das lenkbare Luftschiff im Wirbelsturm. Das geheimnisvolle Insel des Captain Moors. Der Sprengstoff des alten Mongolenzauberers. Die Vernichtungsschlacht in den Lüften. Brrr, eine Literatur, die unser Gastgeber zugesteht. Handelt nur von ihm selbst, Seite um Seite. Ich habe gezweifelt, ob nicht jemand 30 Kopien für seine eigenen Taten ausgibt. Ich habe das Gefühl, da jetzt irgendeine Buchreihe nicht zu kennen. Ist das jetzt gut oder jetzt schlecht? Hier, Zeit, das sieht ungemütlich aus. Sag hallo, das nenne ich fortschrittlich. Eiskiste, Polstern! Soll so besonders sein! Wie ich sag, mein liebster Leutnant, das Bett verhilft uns zu Vitalstarre. Vitalstarre? Die Gefährten, manchmal frage ich mich, wo sie ihre Schulzeit verbracht haben. Bei dem Körper im Vitalstall versetzt, bereits sein Lebensfunktion auf ein Minimum herabzukühlen. Kein beliebig lang ist schon vorhanden. Nun das Beste. Lebensfeste wieder erwärmt wurden, fühlt man sich frisch erholt und glaubt, gerade einmal eine Nacht geschlafen zu haben. Selbst wenn inzwischen Wochen, ach, Monate, Jahre verflossen sind. Ha! War ja wieder einmal! An der Hand, Gnädenkram dabei! Wo ist denn unser Bett? Schatz, bitte, wir stehen direkt davor. Schlafen wir im Eisschrank? Ja gewiss, durch ein ganz fantastisches Zimmer. Möglicherweise steht noch die Einladung des Captains aus. Wir werden das Bett erst später benutzen können. Bin auch schon ganz gespannt. Ich bin der Weihnachtsmann. So, was haben wir hier noch so? Schäden oder Minderung sind beachtlich. Wünscht, wir hätten die Zeit für eine Werft, aber es muss so gehen. Stimmt genau. Wenn Sie einfach an mich, wenn Sie etwas gut zu dem Königshand erstehen möchten. Gesamte Schrank wird förmlich über von Tinten, Tinkturen und anderen Mittelchen. Jedes Stück ist sorgsam verzeichnet und wird nur gegen Bezahlung herausgegeben. Ja, ja, ja. Ah, so sieht der Kalbstinktur also aus. Ich glaube, das ist der erste freistehende Flasche ihrer Art. Ich muss doch sehr bitten. Nochmal. Ist das die Möglichkeit? Helle Flüssigkeit gibt sich richtig Mühe, ein Aroma zu beschwören, dass jede Kaufkraft wert ist. Eine unbestechliche Kaufmannskasse. Bist du ungewöhnlich? Was? Wie belebt der Herr zu meinen? Was soll denn? Erlade in ein Luftschiff! Der Kenner ist eben ein Mann, der an alles denkt. Sieh doch einfach das Angebot an.
Ey, das ist ein Schild. Das wäre... Hat er kein Schild? Nein, er hat kein Schild. Er kann kein Schild tragen. Er hat nur ein Bronzeschild. Soll ich mich vielleicht bei Gelegenheit nochmal aufrüsten? Bei die Gehämmer bekäme ich kein Auge zu. Ich laufe gleich noch einmal die Eselsbrücke. Zusammen ist es 13, alles folgt aufeinander. 9, 8, 9, 17. Es ist so kreativ. Erlangen habe ich im Schatten meines großen Buches geschrieben. Als kam es der Kapitän eines geheimvollen Unterseeboots in unserer Hütte heute ihn an. Ich aber wollte etwas anderes machen. Dem macht mir meine Eltern Vorhaltungen, wenn ich auch dieses Angebot angenommen hatte. Soll ich etwa die Kopie des Lebens meines Bruders fühlen? Nein. Ja, später klopfte es wieder und diesmal stand der Luftfahrer vor der Tür, um mich in seine Mannschaft aufzunehmen. Natürlich sagte ich ja. Mein Bruder wird Augen machen, wenn er sieht, wie es mir gelungen ist, einen gänzlich anders gearteten Weg einzuschlagen. Hurra! Ich bin eine einzigartige Persönlichkeit geworden. Ja. Ich scheiterte mehr als nicht. Achso, ich wollte nicht den Staubschlüssel irgendwie aufnehmen. Es wird dies und das. Wir uns diesen Fundort. Wetten, dass wir dieses Gerät bald benötigen werden? Wetten nicht? Ja. Egal! Leer! Konzentriere dich lieber darauf, gegen unsere Gegner vorzugehen, statt gegen gefüllte Flaschen. Finger weg von der Kiste! Schläft er tief, schon klar. So geht's mir auch immer. Ah, nein. So, gib mir dem mal die Pfeife. Nein, Moment. Falsche Kerl. Eine Pfeife, wir haben ihn fertig gebracht. Vielen, vielen Dank. Als 15. So viel mir doch. Als richtiger Luftschiffer. Mit einer Pfeife im Mund, schon klar. Egal, diskutieren wir nicht. Eiter weiter. Alpha-Doffel, mit Lenker! Sollen Dach und Seiten sein! Das war nicht etwa der Prototyp des Vultan 3. Vultan 3? Vultan 1 war ein Heizkocher mit Schaufelantrieb. Nachfolger basiert auf der Grundannahme, man könne das zahllose Zahl als Hauptgetriebeteil verwenden. Und Vultan 3? Vultan 3 ist aber völlig anders und geht in eine ganz andere Richtung, verehrteste. Vielen Dank, dass ich Ihnen die Zeit nehme, das alles ganz genau zu erklären, Herr Professor. Oh, ich finde, das rührt mein altes Herz. Ja, sag mal los, ich könnte mir auch wahrlich keinen besseren Platz für so einen Apparat denken als eben hier. Kein einzelner Mensch, nur so viel Leichtsinn in sich bergen. Lassen Sie sofort den Hebel fliegen. Spiel auf einem Raumgefährt, nicht an, an den Armaturen. Dieser Hebel eröffnet beispielsweise die Hauptschleuse. Ach hey, ich gehört, Schatz, du machst nur noch, was er dir sagt. Also wie immer! Augenzügel, eine Erfindung erst einmal in der Welt, scheint sie sich durch Zauberhand schon gleich zu vervielfältigen. Früher war sowas doch noch etwas einzigartiger. Ist auch, ja. Und was haben wir da noch? Was zum Mitnehmen? Findest Medizin. Nehmen wir doch gleich mal mit. Schrank hat bereits auf Brauch, was ist so erfolgreich. Oh, mit Tür. Ich bin beeindruckt. Wie du nascht. Was willst? Kommt der fleischige Kuschelhase her! Kuschelhase? Wo? Ich soll bitte sehr ein Kuschelhase gewesen sein. Er schwöckern! Da war eins! Sag mal, kann es sein, dass du schon wieder die größere Portion bekommen hast? Was ist denn da? Sind nur wie die ganze. Das Geist war wieder die Perspektive trübt. Entschuldige, ey. Ich weiß nicht. Vielleicht kannst du es wieder gut machen, indem du mir von dir die Hälfte abgibst. In Ordnung. Oh. Kommt gern hierher. Gibt nichts Schönes als einen netten Getränk, die Aussicht bewundern. Da bestell auch endlich etwas. Weiter! Sie werden verdächtig, aber Spaß! Hey. Soll ich da so weit hinterlaufen können? Trauen Sie. Also das sieht mir nicht so aus. Das könnte ich, sollte ich da hinlaufen können. Wollte ich mal so anmerken. Heute fangfrische Flugente mit Klößen. Morgen Adlerschnabelsoße ein Gipfeleis. Übermorgen Reste mit ordentlich Bratkartoffeln. Schön. Gucken Sie sich zu erstaunen. Ist doch nun wirklich nicht wunderlich, dass die Luftschiffe vorzugsweise vom Geflügel ernähren. Schön. Nee, ich will doch die Taube ansprechen. Du Löwe! Eigentlich liegt da immer kalte Ente. Mit der muss ich gerade etwas abbiegen.
ja. Komm, mit der Computer mich hoch. Kenne sein Zwilling. Zwilling? Hallo dann, kennst du mich? Ich bin es selbst, das Original. Hä? Ich war doch einmal einer meiner regelmäßigsten Kunden in der Altstadt. Langsam jetzt! Also dort, als dort noch mein Wirtschaft stand, haben sie doch wiederholt ein paar der Fräuleins ausgeführt und... Schatz, von Riesa bin ich da. Puzzles! Kann mir gar nicht erklären! Das ist Willkommen auf der Faseltröpfchen! Wie ich sehe, ist der Leute noch weiter nicht untätig. Die Leute haben ja schon wieder eine. Wieder eine? Wie sie eine Zunge wird? Ach. Ah, Leute, aber heute offenbar noch etwas feurigen. Was, das ist doch... Wunderbar. Bevor wir kurz losgeflogen sind, ist bei mir auch noch nicht viel Arbeit angefallen. Es gibt eine Sache, die mich sorgt. Aus der Sprache! Zack, zack! So schnell losgeflogen, kaum Zeit blieb, Speisekammer zu füllen. Aber ich reiche die Vorräte für die gesamte Strecke. War ausgesprochen leichtsinnig. Um eins rennen, bewegst frisch Ware an Bord nehmen zu können. Nun, dort in die Scheibe geklatscht. Meine Treue, das ist Nougat. Was? Wie bitte, meine Herren, Nougat? Nein. Frech Nougat. Und zwar von der allerfeinsten Sorte. Wahrscheinlich durchqueren gerade einen ganzen Schwarm köstliche Nougat-Gummi. Ja, genau. Eldenheim ist doch ein wunderlicher Ort. Viele Nougat-Club wären eine willkommene Bereicherung für die Speisekammer. Meinen Sie, Sie könnten einige davon erhaschen? Sagen wir 10 Stück. Vielleicht eine Herausforderung, die den Erddeckergeist immer kitzelt. 10 Nougat-Gummi, sagt, wie gemacht. Ja. Also es gibt vielleicht einige unter euch, die noch nicht im Weltall waren, ne? Die wissen sowas nicht, aber... Was gibt es? Bluff, die Brücke kann ihre Anweisungen direkt in den Maschinenraum übermitteln. Wenn sie es richtig verstanden hat, hätte der Sturm mal ebenso gut gleich bis dahin nicht vorbeikommen können. Ein bisschen Fortschritt, das wäre mit dem Mars, simpel effizient. Es geht hier auch eher um Prinzipielles. Wir haben allen Grund, beeindruckt zu gaffen, Herrschaften. Eine größere Maschine hat die Welt noch nicht gesehen. Sie ist nur die Kraft der Kohle vermag. Wir atmen den Fortschritt in seiner reinsten Form. Also ist hier? Kannst du groß bewegen? Ist da. Die ganz reißen, dass die Mitte über eine Podcast verfügt. Warum auch immer. Ein geschlossener Sack Kohle. Ein offener Sack Kohle. Was war das jetzt eben? Muss ich nicht wundern, dass man anderen Arbeit ausführt. Kann ich mal ganze Sätze, Kerl? Kohle nehmen, hineinschicken, Kohle nehmen. Guten Tag, wir machen den komplexen Heizablauf. Kohle nehmen, hineinschicken, Kohle nehmen. Was ist das denn für ein lustiger Bug? Funktioniert aber. Funktioniert auch nach unten? Cool. Ich weiß nicht, was das für ein Bug ist, aber... Das funktioniert ja nicht mehr. Komisch. Aber nach unten funktioniert er immer noch. Cool. Ich kann mich verdoppeln. Ich baue mir eine Armee auf aus Magwitzen. Halt, ich glaube, um die Nougat-Magnete. Ist da jetzt vielleicht auch mal irgendwas? Nein. Oh Güte, bringen sie doch, wo wir sind. Weltenall, lässt sich kaum ein Deck flanieren. Gondel unten. Wie war denn das wieder? Wir sind nach einem kleinen Aufflug zu den Nougat-Kometen, Herr Leutnant. Ja, immer doch. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Na dann! Ihr Helm, Herr Leutnant. Hat schon mit etwas... Sie sind etwas! Gefühl! Naja, irgendwie so. Stell dir das an, Schatz. Kannst du doch inzwischen hier, der Kescher, könnte nützlich sein. Dann zur Schleuse wie ihn. Hurtig, Herr Leutnant. Bis gleich, Schatz. Raumfahrerei zum Standard, das ist doch nicht zu fassen. Ui, mit Netz. Es ist so. Fang die leckere Kometen aus Zartschmelz in Nougat. Komet an! Was meinst du wohl, was du den Cash hast? Weil du unter einem Nougat-Kometen stehst, drücke nach oben, um zu haschen. Geht einfach! Anfang! Hallo? Habt ihr gesehen? Schon mal gesehen? Die Klippe-Batzen sind eine wahre Plage des interstellaren Fahrtwesen. Komm ihm besser nicht zu nahe, wenn du die Kometen fängst. Kannst du mit Ändern springen und genau das sollst du auch tun, alles klar? Richten! Warte mal im Mittelteil! Das ist eine kleine Erinnerungshilfe.
Halte dich bereit. Fange 10 Nougat-Kommenden und versuche dich möglichst von den Glitterpads fernzuhalten. Es geht los. Es ist doch unverschämt hier. Der folgt den Batzen, das ist doch unfair. Ja, yeah, ich hab einen. Ach, scheiße. Ach ja. Ich liebe es nicht. Aber schön, dass sie nicht weiterlaufen. Hat viel Schönes. Ja, ich spring nochmal voll rein, weil ich kann's. Weil ich's drauf habe und dann gibt's wahrscheinlich wieder Punkteabzug dafür, ne? Ha! Ich's voll drauf hau einfach nur. Auch im Gegner hinterher. Mach ich so gern. Ach ja. Ich hab dich auch lieb. Lass uns kuscheln. Ich bin eben voll in den reingesprungen und dir ist nichts passiert. Ein Hoch auf die Abfrage. Das alte Zimmer ist 5 auf den Glühbirnen getroffen. Ja. Das glaubst du selbst nicht. Das könnte jetzt wieder etwas dauern. Ha, den nehme ich mit. Machen wir es eben auf die ganz einfache Art und Weise. Wenn man speichern darf, dann sollte man das auch nutzen. Der liegt jetzt natürlich wieder super, der Komet. Und nehme ich mit. Und nehme ich mit. Ja. Habe ich dich. Habe ich fast schon die Hälfte. Nerv tötend. Warum kann ich dich nicht einfach töten? Weil ich keine Waffe habe? Halt, Moment, das Argument ist nicht verliert. Halt doch, Moment, schön. Jetzt schon, weil es passt nicht zum Spiel, dass es nicht gültig ist. Diese Hartnäckigkeit. Das erinnert mich ein bisschen an diesen zwei, nur dass es nicht so schwer ist. Und dass ich das auch endlich durch habe. Das Hauptspiel. Kommt nur noch das Add-on mit nochmal 20 Missionen. Ja, yeah, wie ich es beim ersten Mal geschafft habe, ohne einmal getroffen zu werden. Bin so gut. Ja, ja, Schatz. Wie gewöhnlich! Alles nicht, ich betone, nicht gewöhnlich, Herr Leutnant. Ich rieche Nougat. Geh weg! Hier ist das Ganze raus! Ja, ja. Das ist dasselbe, wie schade. Kann ich das Tor ansprechen? Bogen nicht! Verschlossen! Kann ich, ja. Da. Ich mag YouTube die Musik. Da die Nougat-Kometen sind schon ein tollkühner Held, wenn sie die Bewerbung erstatten. Gestalte sie ihm! Jetzt 50 Erfahrungspunkte. Wir haben hier bereits eine große Hilfe, Herr Leutnant. Nochmal vielen Dank für den Nougat. Nicht schade. Naja, bleibt jetzt nicht mehr viel übrig, was wir noch tun können. Ne? Außer mal wieder speichern, für den Fall der Fälle. Komm, mir Wunderkabinett des Luftpiraten. Was willst du? Wieder der Billard? Selten, leider viel selten. Dann habe ich noch keinen Spieler als Schwarz gefunden. Wir lassen ran! Vorsicht, Herr Leutnant. Ich lenke nicht nur ein einziges Schiff, sondern bin auch ganz ausgesuchtes Talent am Billardtisch. Wir greifen Sie an Kö. An zwischen Gelegenheit, die Einzigkeit, mich überall zu wundern. Das ist ein ungewöhnliches Schiff, Herr Kapitän. Ja, dieses Schiff fast wahrlich zu meiner geheimnisvollen Existenz. Jawohl, Herr Leutnant. Oh Gott. Endlich habe ich einen Spieler gefunden, der meiner würdig ist. Jetzt muss ich sagen, dass das Schiff eine ganz besondere Ähnlichkeit mit der Mantan aufweist. Kaum vorstellbar, gnädigste. Kennen Sie einfach noch jemanden, der eine Besatzung mysteriöser Inder führt?
Oder jemand, dessen geheimnisvolle Basis eine unbekannte Insel ist. Oder der gar extravagant genug ist, seine Orgien, seine Kapitänskajüte zu beherbergen. Klingt alles sehr nach dem Rückgrat von Captain Nemo. Nemo kriegt halt niemand. Luftverdacht bleibt das unerreichte Original. Ihr Tisch, Herr Leutnant. Der Stoß, Herr Leutnant. Sonder gelang mir zuletzt im Kristallsalon der Gräfin von Herzschreck. Gewinnen wir den Sieg? Sieg, weißt du schon, ist doch nur ein Spiel. Bleib bereit, mit seiner Niederlage. Haben wir gezogen? Ich stehe auf dem Gipfel des Erfolgs. Naja, bin ja mein zu kultivierter Gastgeber. Dass ich sie mit dem ganzen Ausmaß meiner Künste zu schrecken imstande wäre. Also haben sie sich ruhig an diesen billigen kleinen Sieg. Und nun entschuldigen sie mich, ich habe die Reiserudel weiter zu berechnen. Ich darf Ihnen meine Hilfe anbieten, Herr Kapitän. Ich habe den Weg bereits befahren. Weil die Luftverraten etwa als Neulings ein ureigensten Element darstellen, mein Herr. Schon nur fest, dass meine Expertise Ihre bislang fehlende Erfahrung nützlich sein könnte. Ha! Ich bin der Lenker dieses Luftschiffs. Ich benötige keine Hilfe, um uns ans Ziel zu bringen. Gehen Sie nur ruhige Dinge in Ihr Quartier. Legen Sie zur Ruhe. Lassen Sie sich wecken, sobald ich Maß erreicht habe. Allein, aus eigener Kraft. Soll man diesen extrinsischen Trotz noch sagen. Genug, bitte lassen wir nur allein. Der Luftverrat hat sich zu konzentrieren. Das ist doch. Lass ihn einfach auf sie beruhen, Herr Professor. Sie ist hier nicht erwünscht. Abmarsch! Luftverrat unter dem Meere, das Gespenstluftschiff des Amerikaners in Fesseln auf brennenden Ballon in der Welt des Grauens. Das Gefühl, die alle Geschichten schon unter anderem Namen gelesen zu haben. Echt? Sagt mir gar nichts. Die Kartensammlung scheint zumindest gut bestückt zu sein. Soll die Innovation eigentlich gelingen? Ein Riechwasser. Ist noch was drin? Nö. Dunkel steigt die Erinnerung dir auf, hier schon die Hände im Spiel gehabt zu haben. Diese Steckstäben lässt du gestern mal die Finger, Schatz. Wir sind nah an meinem Spieler rum zu wundern, hä? Aber nicht geklärt! Ist da noch irgendwas drin? Nein. Furchtbare Kampf der Luftpiraten, der unheimliche Hochofen, Kriegsschiff und Flugmaschine, der Panzerturm auf dem Streckenskap. Beim Betten haben wir nichts verloren, naja. Ja, bla. Aber der Tat! Ein Bastion von Fürth! Ja? Nein, ich kann da nicht drauf spielen. Billardkammer, ne? Das ist gar nicht so einfach zu spielen. So Stöße, das ist schon bemerkenswert. Weil ich Luft klar, aber tu richtig deutsche. Ich töte sie vom Fußende her. Sie für den Rest der Reise in die Vitalstelle versetzen lassen. Ja. Voll die Kiste. Ja. Holzkiste aus Stahl. Ich gleite gerade vom Thema ab und mir verabschiedet sich meine Taschentücher. Gut. Wenn ihr euren gerechten Heldenschlaf in der Vitalstarre genießt, schiebt sie die Meteor Meile um Meile an ihr Ziel heran. Mars. Meile um Meile? Bisschen langsam. Seinen Griff in den Scheidungskampf dahin zu tragen, wo der gewaltige Krieg seinen Ausgang nahm. Und ihr müsst euch eilen, denn wenn der Professor recht behielte, droht euch von dem Planeten des großen Bürgers äußerste Gefahr. Noch ist es nicht so weit, der Weg ist noch lang. Und während ihr die finstere Leere zwischen den Planeten überbrückt, gehen ihre Turnarbeiten auf der Meteor mit Hochdruck voran. Es hört auf zu dampfen. In friedlichem Schlaf lasst ihr euch weiter tragen. Weiter und weiter und noch weiter. Adrian, fällt der Raumkerl! Es ist was passiert. Genau sagt, mir ist etwas passiert. Bericht ist etwas eigenartig. Folgt mir am besten in meine Kajüte, da kann ich es Ihnen zeigen. Mein Gott, mal sehen, was er hat. Er hat einen Wellensittich. Oh. Na, wie denn? Was denn? Liegt der einer auf dem guten Tisch? Was bedeckt denn das Antlitz des braven Mannes dort? Ja nun, genau das ist das Problem. Berichten Sie, Kapitän. Ich bin der Reihe nach und bitte der Reihe nach. Nehmen Sie Gebärden. Wurden wir eine geraume Weile unseren Weges. Bis wir später der Ausguck
Ein fremdartiges Objekt, steuerbar heraus. Ein ziemlich großes sogar, um genau zu sein. Fremdartiges Objekt, welche Art? In dem wir kamen, so klar ließ es sich erkennen. Anderswelten-Schiff, bizarrester Bauart. Und gütiger, ich hoffe, Sie haben sich dieser Entdeckung mit nötigen Vorsicht genähert. Natürlich! Ich habe einfach einen der Matrosen mit der Deckungsexplosion beauftragt. Und gleich! Und jetzt, Kapitän! Was geschah dann? Was Rose übermittelte uns die Nachricht. Da wurde ein riesiges, niedriger Eigenwurf gespürt. Sapalot. Ja, das dachte ich auch. Eier waren von einem klebigen, organischen Film umgeben. Geradezu unheimlich. Mit Funk ist der Matrose. Einer der Eier wiegt sich etwas Spinnartiges. Dann haben sie den Matrosen sie befohlen, sich schleunigst davon wegzubewegen. So ähnlich. So ähnlich, Herr Kapitän? Ja, wegen soll er sich schon. Er ist mir darauf zu. Ein Mächtiger, das ist unverantwortlich. Wohl auch einmal ein Abenteuer leiden. Da haben sie mir auch immer die Schau gestohlen. Kaum fragen, was vorher geschah. Da ist die Antwort. Es ist in den Schrank. Es ist geschlüpft. Was einer noch mal. Ist der Support? Offensichtlich offen. Ja, er schwang unglücklicherweise meinen Matrosen an und stülpte sich über sein Gesicht. Er hat einen Kerl seinem Anzug gestellt und schnell meine Kühle geschafft, um große Aufsehen zu vermeiden. Als bin ich zunehmend ratlos, was weiter werden soll. Also vielleicht an ein Idee. Ah, ist abgefallen. Nun, stark, trocken, tot. Na, das Problem hat sich auch noch schnell gelöst. Vielen Dank für die Mühe. Luftbereit, die Situation, alles gemäß, eingemeistert. Meine Güte, was war denn los? Lass Sie bitte liegen, mein Herr. Ich werde es hier eingehen und untersuchen. Ich liegen Sie mir meine Mannschaft nicht. Dir geht's doch wieder gut. Mann, habe ich einen Hunger. Hören Sie es selbst! Kren, Ihre Mannschaft besteht doch nicht aus austauschbaren Stückware, die einfach so. Ach hey. Entsetzlich, was denn alles in der Welt ist das? Schau, die Tier ist offensichtlich ein eine außerirdische Lebensform, kurz ALF. Gah! Ich hab mein Lebtag noch nichts Widerliches gesehen. So, hier kommt! Weg von der Katze, du Untier! Schön gehört aus dem Maschinenraum! Wieder her! Wir müssen willen! Herzlich willkommen vor diesem Biest! Und sieh mal ein Wort! Pfui, widerlich! Der Teufel hat den Kapitän geritten, so das Board zu schaffen. Schnell! Das Ziel muss unständig gemacht werden, bevor das Unheil noch größer wird! Ich weiß mal, dass ihr herumspricht. Wie leichtfertig ist die Leben ihrer Leute aufs Spiel setzen? Wollen wir nicht gleich mit dem Schlimmsten rechnen? Nächste! Ja. Ah, ich hab den Typen noch gar nicht angeschaut, ne? Kann ich den anreden? Weiß ich! Schön sitzt es hin! Ja, der Tisch natürlich. Das ist problematisch, so ein Tisch, ne? Zu Hilfe, zu Hilfe! Sie hat meinen Heizaufseher zerrissen! Und das Kätzchen! Ja, das Heizaufseher war wohl schlimmer. Da wollte er doch nur das Kätzchen schützen. Was ist mit dem Kätzchen? Oh nein! Hat was bis in 1000 Stücke, Liebster! ALF erscheint. Kommt mir irgendwoher bekannt vor. Keine Ahnung woher. Ach, Quetschsprung ist immer gut. Gewölb. Das Gewölb blendet ein. Na klar. Es war so klar. Wasser. Ramm-Attacken. Was macht das so an Schaden? Das können wir lassen. Na, er verfehlt eh. Ram-Attacken. Das kann man lassen, habe ich gesagt. Und Frostdorn. ja, dazu sage ich jetzt mal nichts. So. Dann können wir jetzt mal volle Kanne draufhalten. Mit Gruppenheilung 3 am besten. Nee. Ach so, mehr, okay. Das hat sie jetzt gleich erledigt mit dem Kurvenhalt. Ach, wir heilen einfach weiter und ignorieren das Gift. Alles gleich! Wir werden es künftig mein Wissen! So, jetzt für die sprechende Lektion! Einfach ignorieren. Ach, okay, jetzt hat sie es eh erledigt. Damit hat sie es eh erledigt. Dann kann man jetzt eh. K.O. ist so ziemlich
Das K.O. für den Gegner. Damit er nicht noch mehr Energie verliert. Weil ich so nett bin. Als ob das jetzt noch einen großen Unterschied machen würde. Aber wir machen es halt mal, weil ich so ein netter Kerl bin. Der Granatwerfer ist so nutzlos. Da fällt mir gerade ein, ich wollte noch Ausrüstung kaufen. Ne? Gut, dass mir das früh einfällt. ALF ist besiegt. Level 29. Und ja, die Maschine ganz schön zugesetzt. Ich glaube kaum, dass wir bald weiterfahren können. Hamster, das ganze Leben für die Katzen. Kätzchen, Kätzchen! Abgerundetes Haus lässt nur noch wenig Raum für Hoffnung, gnädigste. Was ist das für eine entsetzliche Welt, in der wir leben? Hör doch nur! Meine kleinen, treuherzigen Hundtöpfchen! Doch noch, nicht nur. Ach. Jetzt habe ich die nicht mitgelesen. Nein! Ach, verdammt. Ein Küger, das ist kein Geschrei, sondern ernsthafte Konkurrenz für einen Schweizer Käse. Es werden die fehlenden Teile doch wieder die Lücke füllen können, Professor. Natürlich, gnädigste. Bleibe ich wunder, dass hier mehr Teile zur Verfügung stehen, als eigentlich hineinpassen. Also das ist ja meist, wenn es in zwei gehen und wir zusammengesetzt werden sollen. Aha, aha, wie soll verfahren werden? Und sie sind zwei verfügbare Ersatzteile. Du kannst zwischen beiden Zahnradarten per Pfeillaste wählen. Mit Enter bestätigst du die Wahl. Sobald du ein Zahnrad aufgenommen hast, kannst du es auf einen der herausragenden Wellenendstücken befestigen. Wählst das entsprechende Stück über die Pfeillasten aus und verstärkst wie gehabt mit Enter. Und falls du einmal verbaust, drücke Esk, um den aktuellen Anlauf abzubrechen. Ja, schön zusammengefasst. Genau so geht's. Hast schon ein Zahnrad aufgenommen? Achso, okay. Wo ist da der Unterschied? Achso, ich sehe ihn gerade. Ich meine es zumindest zu erkennen, den Unterschied. Nee, Moment, das war jetzt glaube ich falsch, ne? Nee. Da kann das so funktionieren? Ich glaube nicht. Hallo, scheint etwas nicht zu stimmen. Ja. Moment, nochmal probieren. Wir fangen mal damit an. Mit dem wir das falsch machen, warum nicht? Also, so da la und dann das hier rein. Und dann kommt das da darin und das darin. Hier stecke ich das rein und dann da das. Oho, fertig. Aber lauf, Professor, wie machen wir das nur immer? Simple Zahnaktive, das mache ich nicht, dass mein Vermögen ausreizt. Aber ja, paares Lob, das mir dann noch gefallen. 150 Paarungspunkte. Hip hip hurra, du schien aber du willst Volldampf haben. Vielen Dank. Ich bloß die Arbeit ganz alleine schaffen. Oh, Heizaufseher, du fehlst mir. Ja, der hat ja so viel gemacht. Apropos Heizaufseher. Im Prinzip ist es nur bei denen wichtig. Mit Schutz. Geht wunderbar auf. Vor allem bei den beiden wichtig, würde ich jetzt mal sagen. Das Timer schön auf. Machen wir einfach mal so, dann haben wir noch einen Apfel. Eisen hat die wenigsten, dann kriegt er doch einen Apfel reingedrückt. Die HP kriegt auch Eisen, weil ich so nett bin. Keine Ahnung, was machen Bananen? Ich probiere sie einfach mal. Nichts. Aber schön, dass wir mal drüber geredet haben. Jetzt können wir unsere Heldenfahrt endlich fortsetzen. Geht's mit? Lauf von weiteren seiner Eskwaden, verschont zu bleiben! Ja, aber vorher gehen wir nochmal einkaufen. Und zwar zweimal das Edison-Schild. Jetzt fehlt mir natürlich mein ganzes Geld, ne? Oh, da kann ich auch Apfel und Birnen kaufen. Mir fehlen halt nur jetzt mal 10.000, glaube ich. Hm,
Naja, wir können ja noch irgendwas verkaufen. Das wird zwar nicht wirklich was machen, aber... Ach nein, sie braucht ja kein Schild. Kriegt erstmal den Hummerpanzer. Er hat noch einen Lederkittel. Boah, ist das Ding alt. Einfach den Lederkittel weg. Das zum Titanpanzer. 3, 6. Er kann den Hummerpanzer anlegen. Ich denke aber nicht, dass er mit dem Lederkittel genug Geld. 90. Schön. Was bringt bei der Hummerpanzer? 1400. 4000. Na, bin ich aber wieder auf dem Lederkittel letztendlich. Das ist doch scheiße. Ich will mein Geld wieder haben. Fast schon versucht zu cheaten jetzt. Aber wir haben noch anderes Zeug, das wir eh nicht mehr benutzen. Ja, 0 Taler. Normalerweise hebe ich sowas immer auf, aber ausnahmsweise mal. Also, das hebe ich mal noch auf. Normalerweise hebe ich ja sowas immer bis zum... ...so frisch, dass er kaum zu riechen beginnt. Brauche ich das nochmal irgendwann? Na, kaufen wir da noch ein bisschen was. Ich behalte mal eins von jedem. Ich brauch's zwar wahrscheinlich nie wieder, aber darum geht's jetzt nicht. Ärgerlich. Drei, sechs, nur. Ich habe ja noch genug zum Verkaufen. Ich weiß nicht, kann ich nochmal irgendwann Tränke brauen? Gute Frage. Schmeckt, macht Mundgeruch und bringt total viel Geld. Runde 3. Ich denke nicht, dass der sich nochmal auf. Okay, Wundsalben könnte ich im Prinzip mal verkaufen, weil. Brauche ich überhaupt nimmer. Ja, Balsam-Ehl. Gegengift benutze ich eh nie. Da habe ich. Kaufen wir mal 10 von. Nicht im Kampf. Effekt einer erledigten Gegner. Und kaufen wir auch mal 10. Das reicht immer noch nicht. Von verkaufen wir mal 8 und schon reicht's. Ich bin ausnahmsweise mal so frei. Auch wenn ich sowas sonst nie mache. Und immer eine halbe Ewigkeit die. Zeug alles noch mit mir rum, die Zeug. Könnte ich noch kaufen? Naja, es reicht jetzt. Haben genug gehandelt. Auch wenn ich sowas nie mache, das Zeug immer Bunker bis zum Erbrechen und ja. Aber ich bin mal so frei. Ausnahmsweise. Du möchtest dich nun endgültig für den Rest der Reise in die Vitalstadt versetzen lassen? Jawohl. Aber das Banksystem soll immer noch überarbeiten. Das ist auch nicht besser, wie es zu vergessen, weil es nicht darauf hingewiesen wird. Aufregungen haben sich gelegt und die Meteor zieht weiter vorbei in den Wundern des tiefen Raums. Was man halt so im Raum findet, ne? Es ist jammerschade, dass ihr alles hier verpasst, aber ihr musstet ja auch unbedingt schon früh zu Bett gehen.
Ein gutes Stück des Wegs liegt nur hinter euch. Das wird überhaupt nicht langweilig. Aber wer kann sagen, dass ihr euch in die ungeordnete Weite des Raumes nicht verfahren habt? Wonach soll sie ein Schiff in einem finsteren Schwert auch richten? Ja. Das erinnert mich an Dings. Silicon Valley. Kennt das jemand? Das ist N64? Nein, es ist alles in Ordnung. Ihr seid nicht weit von eurem Ziel entfernt. Mars ist nahe. Muss an dem Schild vorbeifliegen? Sehr nahe. Guten Morgen. Sind wir schon wieder? Kräne lässt sich auf die Brücke bitten. Wir sind im Begriff, Mars anzufliegen. Endlich. Dann schwinden wir keine lange Reden. Wir schreiten gleich zur Tat. Doch warten Sie, kommen Sie. Wir sind Leute unheimlich, direkt nach dem Ausstehen von Taten lang zu platzen scheinen. Beeilung, Beeilung, die Zeit drängt. Ach, ich laufe von alleine, gut. Ich habe das Schiff an sein Ziel gebracht. Mars liegt voraus. Meteor hält genau Kurs auf diesen kriegerischen Planeten. Bei unserem ersten Besuch war ich weiter als unbedarft Schüler. Aber jetzt nähern wir uns auf Augenhöhe. Ja. Ich weiß nicht. Seh was! Natürlich, Liebster. Das wurde doch auch angekündigt. Ach ja! Wie schnell der näher kommt. Ich komme jetzt nicht drauf, woher die Musik ist. Ich glaube, ich bin beim ersten Mal schon nicht drauf gekommen. Könnte ja nicht mal sein. Ah! Hallo! Bleib schon aufbrechen, der Applaus! Ah, ich lächze! Wir müssen rasch handeln. Möglichst gelingt es uns gar, den großen Bürger in seiner Wolkenstadt zu überraschen. Professor, sehen Sie, was ist das da? Willkommen, Erdlinge! Ich habe euch bereits erwartet! Da hat jemand aber wieder mal Shift-Taste gedrückt, was? Ja, Caps Lock, ach wie auch immer. Seht mal, eine neue gewonnene Macht und ein Start! Bereits jetzt umfasse ich ganz Mars, mitsamt seines Umkreises! Schon bald habe ich mein Werk vollends vollendet! Dann wird mein Walten keinerlei Grenze mehr kennen! Angeber! Und Güger, was für eine Macht! Professor, Sie sind der Schweiß gewadet. Was ist hier am ganzen Leib? Meine Gaben haben mich empfänglich für das Ausmaß der Macht des großen Hügels gemacht. Ich spüre den Hauch eines Abgrundes aus kalbem, glatt geschliffenem Stahl. Ich hoffe, wir kommen nicht schon zu spät, um der große Bürger es noch aufzuhalten. Unser großer Volk bemerkte, sein Weg sei noch nicht vollendet. Das scheint mein Hoffnungsspalt zu sein. Ja dann, drauf! Richtig, werfen uns auf die Wolkenstadt. Vorwärts, Kapitän. Was genau soll ich denn nun eigentlich ansteuern? Wo ist die Wolkenstadt? Was sagt ihr da zum Lande? Hier natürlich! So eine geile Sache! Wir sind immer drauf zu, Kapitän. Ein Objekt von der Größe einer Stadt soll doch wohl schnell auszumachen sein. Also dann, Wolke voraus! Wir werden schon als Zielpunkt navigieren! Diese überdimensionierten Blechheime. Ja. Das ist sowieso eine Überraschung. Ha! Kämpfe ohne ihn! Lieber nur für den Visier! Auf die Art bekommt man auch deutend einfach eins auf die Nase. So weit kommen, wir müssen es jetzt einfach wagen. Kapitän, bringen Sie mich voll auf unser Ziel. Ich dürfe den großen Bürger nicht gestatten, seine Pläne weiter zu verfolgen. Schweige denn, Abwehrmaßnahmen zu treffen. Zeigen wir unseren Gästen, was in dem Meteor steckt. Also, Toren, volle Kraft voraus! Alter, jetzt machen wir Tempo. Hallo? Leutnant, was haben Sie? Waffenlage! Was mit Metall? Rund, sieht gefährlich aus und steht in der Luft! Das ist einfach, Sie meine Luftmine, warum fragen Sie? Weil genau so etwas direkt in unser Fahrweg liegt. Ach nee, dabei hat mir doch gerade erst alles repariert. Achtung! Kommt noch sein Ding! Rückbleiben! Das Schiff ist stabil! Hält einiges aus! Er ist so groß, um durch die Luftwege durchzuschlängen zu können! War natürlich von mir, die Verteilung der Wolkenstadt zu unterschätzen. Diese Minengürteln können Sie eine ganze Angriffsflotte fangen, liebe Freunde. Ja, was machen wir denn nun? Beste Analyse beendet! Aber was haben? Der Wolkenstadt ist auf einen Großangriff ausgerichtet! Oho, ich bin der, mein lieber, bester Leutnant. Sobald es um Taktik geht, schlägt der Hirn analytische Funken. Ich muss jetzt einmal fragen, bitte wie meinen?
Schutzwehr ist feinmaschig genug, um Großkampfschiffe zu behaken. Aber ein Kleingefährt könnte nicht durchschlüpfen. Kein Gefährt, sagten sie. Ha, die Vulcan 3. Alle Wetter, sag ich bloß, die Vulcan 3 ist einsatzbereit, Kapitän. Natürlich, stauliche Meteor, ist mit dem fortigsten ausgerüstet, was die Welt. Ja, keine Geschichte, Kerl, schieß das Ding. Die Dockschleuse wurde sonst. Entlang wir unser Ziel, genügt nur eine Ablenkung. Kapitän, meinen Sie, können Meteor lang genug im Minenfeld halten, um Verteidiger zu nahren? Stehe, ich konzentriere das Feuer der Tagler auf mich, wenn sie unbemerkt durch die Maschen flitzen. Exakt. Meine Leitung vermag die Meteor alles! Beeilen Sie sich! Lange halte ich hier nicht aus! Dann legst du mich ins Gefecht geschützt! Geschützt! Was auch immer. So. Es rumpelt und donnert. Ja, jetzt kommt dieses eklige Minispiel, glaube ich, oder? Egal! Das kommt beim nächsten Mal. Ich glaube schon, dass es dieses tolle Minispiel ist. Egal, das war's mit Die Reise ins All. Wir nähern uns langsam dem Ende. Diesmal wirklich. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Sehr viele Stunden. Nein, dann kommt wieder auf der alternative Weg. Ne? Egal, das ist ein anderes Mal. Ich habe hier scheinbar, naja, egal. Wo war ich? Ah ja, richtig, bei zu oft egal sagen. Da haben sich schon Leute beschwert, aber das interessiert mich ja prinzipiell nicht, was die Leute sagen. Deswegen sage ich auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.